Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Und wenn du wissen möchtest, was in der Trend Raider Box vom Monat September ist, dann schnapp den Kaffee, in Keks, wie auch immer. Und dann starten wir gleich. Müssen wir mal schauen, dass ich nicht hier den Lippenstift an den Zähnen habe. Das sieht nämlich ein bisschen doof aus. Und nachdem ich ja für euch in diese Linse gucken muss und nicht in diese, fällt mir das natürlich nicht auf. Also, worum geht es heute? Heute geht es um die Trend Raider Box. Das ist eine Lifestyle-Box oder eine Trend-Box, die du in einer veganen oder nicht veganen Variante kaufen kannst. Ist eine der höherpreisigen Boxen, also für 29,95 € habe ich jetzt das Abo erworben, ein Jahresabo, weil in einem Jahresabo hast du die Möglichkeit, alle 2 Monate ein Goodie zu bekommen, im Wert von 30 €, meine ich, oder waren es 20, ich glaube 30. Und das finde ich eine richtig tolle Sache und von dem lohnt sich das. Du kannst aber auch, ich glaube für 34,95 €, da schaue ich einfach nochmal im Internet, kannst du aber auch einmalig dir die Box bestellen und einfach mal gucken, ob die Box was für dich ist. Ich habe da lange geliebäugert und mich schlussendlich dann doch entschieden. Und auch bei dieser Box ist es so, es können Produkte dabei sein, die dir nicht gefallen. Aber ich muss sagen, die Trend Raider Box, also ich habe ja die vegane Variante, die hat immer so viele Produkte drin, dass wenn da mal eins dabei ist, was dir nicht gefällt, scheiß doch der Hund drauf, ist einfach so. Nachdem ja die Trend Raider Box eine nachhaltige Box ist, verzichten sie auch hier auf Brüsselpapier. Das heißt, wir haben nur dieses Packpapier, was du vielleicht als Füllmaterial verwenden kannst. Und du hast hier in der Mitte dann sozusagen keine eigene Box mehr, sondern dieses Seitenpapier mit dem Aufkleber, wo das Motto drauf ist, des jeweiligen Monats. Und wir haben Into the Forest, haben wir diesen Monat als Thema. Auch wie bei den anderen Boxen haben wir hier einen Flyer, wo ein bisschen was draufsteht, wo das Thema natürlich auch wieder abgebildet ist. Aber ich muss sagen, ich bin normalerweise kein Fan von diesen Flyern, aber bei der Trend Raider Box finde ich das immer eine sehr schöne Sache. Genau, und zwar ein Spaziergang durch den Wald, deine Into the Forest Box. Schauen wir mal. Kleine Äste, Kiefernzapfen und Blättern knistern unter deinen Füßen. Über deinen Köpfen zwitschern die Vögel und rauschen die Blätter sanft im Wind. Deine Sinne sind gleichzeitig entspannt und geschärft für das, was sich womöglich hinter den nächsten Baum erwartet. Ich lese hier auch nicht mehr weiter vor, weil auch es gibt hier wieder zig Videos, wo das vorgelesen wird. Ich finde, das soll jeder dann für sich in Ruhe lesen und du sollst ja sozusagen die Box abonnieren und dann kannst du dir die Minute auch mal nehmen und das in Ruhe durchlesen. Das mache ich immer hinterher in Ruhe. Ich bin ein Fan von so Waldprodukten. Ich habe ja vor kurzem auch eine Kooperation mit Seidenplantage gehabt. Da habe ich einen Raumduft, der riecht auch, hat so einen holzigen Duft, würde ich jetzt mal sagen. Hat auch was mit Wald zu tun, finde ich eine richtig schöne Sache. Wie gesagt, es sind auch dann in den nächsten Seiten die Sachen gespoilert. Das werden wir auch gemeinsam schauen. Dann sind noch ein paar Tipps und Tricks. Was für Tiere sich so im Wald befinden. Was für Schätze sich im Wald befinden. Oder auch Rezepte. Oder was du alternativ mit dieser Box noch anstellen könntest. Und es ist eine Notiz für den Oktober dabei, was in deiner Oktoberbox sein könnte. Und zwar deine Trendbox im Oktober. Es wird kuschelig, okay? Die Tage werden kürzer, das Wetter rauer und du möchtest dich am liebsten zu Hause verkriechen, dann kommt deine Sweet Home Box. Okay, also das heißt, jetzt haben wir das Thema Wald. Einfach rausgehen in den Herbst, die Natur genießen, einfach sich vorbereiten auf den Winter. Und im Oktober kommt dann die Box, wo dann sozusagen du dich vorbereitest für die kältere Jahreszeit. Auch diesen Monat habe ich wieder ein Kärtchen drin, wer meine Box gepackt hat, nämlich der liebe Alex. Es sind immer so Karten drin. Du solltest 10 Stück haben. Und hier habe ich Nummer 9. Und wenn du die Karten 1 bis 10 hast, dann kannst du eine Überraschungsbox oder eine Geschenkbox erhalten. Das finde ich eine tolle Motivation, sozusagen, dass du auch ein Jahresabo machst oder einfach länger ein Abonnent bist. Ja, ich habe schon was entdeckt, was ich ein bisschen sehr mysteriös finde. Und da hätte ich auch gern gewusst, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesen Teilen haltet. Ich habe erst gedacht, das sind große Schaschlikspieße, aber für Schaschlikspieße finde ich sie fast ein bisschen zu groß. Und zwar Twist Out,
Abflussreinigungsstab aus 100% Buchenholz. Made in Germany. Jo, okay. Abflussstab wird mit der Spitze so tief wie möglich in den Abfluss gesteckt. Drehe den Stab um die eigene Achse und die Rückstände bleiben am Stab. Nach Gebrauch kann der Stab kompostiert werden. Ich hätte echt gedacht, dass das vielleicht nicht funktioniert, wenn ihr wieder Geräusche hört, dass der Hund. Aber hier sind so Riffeln drin. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wenn ich meine Haare im Waschbecken wasche, dass sowas ganz gut funktioniert. Ob man das immer alles so haben muss, ist eine andere Sache. Aber alternativ zu den ganzen chemischen Mitteln mag das vielleicht gar nicht so schlecht sein. Ja, irgendwie wird es vielleicht nicht ganz meine Box. Und zwar von der Firma Natural Mojo Vegan Ball. Ich trinke keine Milch und ich mag alles, was so schleimig ist. Also was so mit Milch oder Wasser angereichert wird und eine so joghurtartige Konsistenz hat. Ist nicht so meins. Allerdings muss ich sagen, Blaubeer und Kardamom wären natürlich schon mein Geschmack, aber das wird einen guten Wert haben vom Preis her, deswegen wird das vielleicht mal weitergehen. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Würdet ihr euch darüber freuen, wenn ich das in eine nächste Verlosung packe, weil die kommt ja jetzt im Oktober. Das ist nicht meins. Es tut mir leid, aber auch dieses Produkt ist auch nicht so meins. Als nächstes haben wir von der Firma Minutli, das ist wieder was, ein Nuss-Crunchy Haselnuss. Und zwar, ich denke mal, das ist so eine Art Nussmischung, das wird man sich wahrscheinlich entweder so als Snack oder auf diese Bowl vielleicht machen können. Ja, Haselnüsse mag ich sehr gerne. Da mache ich mir immer im Winter so nicht gebrannte Mandeln, sondern gebrannte Haselnüsse. Also von dem her ist das wieder ein Produkt, was ich sehr gerne mag. Und es sieht aus, als ob wir da drei verschiedene Sorten hätten. Denn das gibt es noch in Mandel, mag ich gern, und in Kokos. Also das werde ich auf jeden Fall mal testen. Wie gesagt, die Vegan Bowl ist jetzt nicht meins, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir testen es einfach gemeinsam durch. Das nächste Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich wirklich riesig. Von der Firma Many Mornings Scott Memory. Und zwar sind das Socken. Schaut euch mal dieses Muster an. Ist das nicht toll? Ich bin ja eher so ein Waldmensch. Ich liebe die Natur. Und wir haben hier die Größe. Ja. Das ist eine gute Frage. 35 bis 38. Okay, das geht gerade noch so. Aber wir haben jetzt zwei verschiedene. Einmal so gestreift und einmal mit diesem Muster. Das finde ich richtig schön. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass man das kaufen kann. Wäre jetzt aber nicht so auf die Idee gekommen. Mir hätte es jetzt besser gefallen, wenn die Schuhgröße ein bisschen größer gewesen wäre. Aber ich sag mal, auch für Kinder finde ich das gar nicht so schlecht. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir, und zwar von der Firma Up Candle, Waldspaziergang, Märkische Kiefer und Wacholderholz. Vielleicht eine Creme oder so? Nein, okay. Eine Kerze. Und das ist ein Geruch, den ich wieder mag. Es riecht sehr handgegossen in Berlin. Regionales Rapswachs, 100% naturreine ätherische Öle. Es hat ein bisschen was von Lavende und Kiefernholz, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau, märkische Kiefer- und Wacholderholz. Also es hat einen wirklich sehr holzigen Geruch, aber ich mag sowas. Das kommt bei mir ins Badezimmer, wo eben von der Seitenplantage der Duft ist. Also das finde ich ein richtig sehr schönes Produkt. Als nächstes, ich weiß jetzt leider momentan noch nicht, was das Goodie ist, das blende ich euch dann zum Schluss ein. Oder ich sage es euch, von der Firma Madara eine Augencreme. Ich habe von der Firma Madara, die haben immer zwei mit mir so Boxen und die bestelle ich immer, wenn ich sie erwische. Und ich finde die richtig gut. Die Firma, die hat wirklich hochwertige Produkte und ich habe da wirklich immer Glück gehabt und auch das Packaging ist eigentlich gut, wenn man es richtig festmacht, richtig schön gemacht. Augencreme, wie gesagt, habe ich zwar en masse, aber wie gesagt, ich bin mit der Firma echt zufrieden und bin froh, wenn die in den Boxen sind, weil das sind echt hochpreisige Produkte und ja, und wie gesagt, eine Augencreme, das tust du dir unter dem Auge hinmachen, am besten über Nacht und ich muss sagen, seitdem ich das wirklich immer verwende, habe ich auch das Problem mit dem Concealer nicht mehr. Das sage ich wahrscheinlich auch gefühlt in jedem Video, aber das funktioniert wirklich ganz gut und deswegen freut mich das einfach. So, als nächstes Produkt haben wir von
Könnt ihr das lesen? Ich kann es leider nicht lesen. Und zwar ein Hanfsamenöl. Ah, ein Gesichtsöl. Okay, das finde ich sehr spannend, weil momentan benutze ich das noch von Lynia. Und ich muss sagen, das von Lynia gefällt mir richtig gut. Das ist sehr ergiebig und es tut meine Haut wirklich richtig gut. Es zieht wunderbar ein und ich werde wahrscheinlich auch da bleiben. Klar, wenn jetzt sowas wieder eine Box ist, werde ich das natürlich testen. Aber Lynia, muss ich sagen, momentan noch mein Top-Favorit. Das nächste, muss ich sagen, finde ich auch sehr schön. Und zwar von der Firma Grow. Einen, ich würde sagen Sprüchekalender, oder? Oder sind da nur Sprüche drin? Ja, da sind nur Sprüche drin. Das grüne Glück. Entdecke die kleinen Geheimnisse der Natur. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Das werde ich auf jeden Fall verschenken. Da habe ich jemanden, der das sehr gut gebrauchen kann. Das ist natürlich immer blöd, wenn da noch Preise dran sind. Entdecke die kleinen Geheimnisse der Natur. Okay. Das heißt, da ist immer so ein Spruch dabei, dann kommt wieder ein Bildchen und dahinter steht dann halt immer was dieses dieser Baum oder diese Kräuter oder so, was man damit machen kann. Also das finde ich ein sehr schönes Produkt, sehr interessant und das kann man wie gesagt so hinstellen wie einen Kalender. Also das gefällt mir richtig gut. Also das werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, weiter verschenken, weil ich es ein schönes Produkt finde. Werde es mir aber vorher doch nochmal angucken, dass ich zumindest weiß, was da alles drin ist. Also darüber freue ich mich wirklich. Die Box hat ja so eigenartig angefangen, aber ich glaube, sie endet im Positiven, weil auch das nächste Produkt gefällt mir. Und zwar von Rotbäppchen, habe ich früher immer gesagt, von Rotkäppchen. Mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems Rotbäckchensaft. Den liebe ich. Ich mag den. Ich finde den in der Apotheke immer so teuer. Da bin ich immer so geizig für. Deswegen freue ich mich natürlich, dass das jetzt hier in der Box ist. Und die nächsten Sachen sind ein paar kleinere Dinge. Und zwar haben wir hier vegane Gummibärchen. Okay. Die Box würde mich jetzt oder die Verpackung würde mich jetzt tatsächlich nicht so ansprechen. Allerdings passt sie zu dem grünen Thema. Und glutenfrei, plastikfrei, palmölfrei und formulated by Pharmaceutics, was auch immer das heißt. Okay. Ja, nicht für Kinder unter 3 Jahren bis 2023 haltbar. Das werde ich auf jeden Fall mal sehr gerne probieren. Dann haben wir Zahnpflege-Kaugummis von Xylitol, mit Xylitol von der Firma Styrams, okay, kenne ich auch nicht. Ich mag ganz gerne Kaugummis, nachdem ich eine gefühlte eigene Kaffeemaschine in mir habe. Also ich trinke wirklich sehr viel Kaffee, brauche ich natürlich auch immer Kaugummis. Einfach, dass man den Speicherfluss ein bisschen anregt und einen frischen Atem hat. Also auch das finde ich ein sehr schönes Produkt. Und dann haben wir, und das finde ich auch sehr schön, das würde ich zwar sehr gerne essen, aber auch ich werde für meinen Freund einen Kalender wieder zusammenstellen und da wird es nämlich reinkommen, der Fruchtnuss-Supermix von der Firma Black Bar. Also schaut's doch mal, der Riegel sieht schon richtig nett aus, gell? Ja, also der wird auf jeden Fall weiter wandern mit pflanzlichen Proteinen. Ohne Palmfett, vegan und Ballaststoffquelle. Finde ich ein richtig tolles Produkt. Ich liebe solche Riegel. Und das letzte Produkt haben wir von der Firma Pure Soul, weil du es wert bist. Magic Red Wools Deo Creme. Okay. Deo Creme, das habe ich mich ja so ein bisschen von We Love the Planet ein bisschen gezankt. Oh, das riecht wieder sehr nach Wald. Ich glaube, das muss ich doch testen, weil das riecht auch wieder so nach Thymian, Thymianöl. Man kann ja in der Apotheke mit Thymian oder Rosmarin kann man sich so eine Salbe herstellen lassen, was man unter die Füße oder an die Schläfe macht. Soll gut für Kinder sein, wenn die erkältet sind oder eine Erkältung kommt. Und das riecht genauso. Oh, vielleicht geht es auch weiter, ich weiß es noch. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr schönes Produkt. Ja, das war jetzt erstmal die Trendradar Box vom Monat September. Sehr wald- und grünlastig. Das war ja auch das Thema Into the Forest. Ich finde sie sehr gut. Wie gesagt, die Vegan Ball, also zumindest ist dieses Ding da ist jetzt nicht meins. Aber das ist halt Geschmackssache.
Die Box hat ja so eigenartig angefangen, aber ich glaube, sie endet im Positiven, weil auch das nächste Produkt gefällt mir. Und zwar von Rotbäppchen, habe ich früher immer gesagt, von Rotkäppchen. Mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems. Rotbäppchensaft, den liebe ich. Ich mag den. Ich finde den in der Apotheke immer so teuer, da bin ich immer so geizig für. Deswegen freue ich mich natürlich, dass das jetzt hier in der Box ist. Und die nächsten Sachen sind ein paar kleinere Dinge. Und zwar haben wir hier vegane Gummibärchen. Okay, die Box würde mich jetzt oder die Verpackung würde mich jetzt tatsächlich nicht so ansprechen. Allerdings passt sie zu dem grünen Thema. Und glutenfrei, plastikfrei, palmölfrei und formulated by Pharmaceutics, was auch immer das heißt. Okay. Ja, nicht für Kinder unter 3 Jahren, bis 2023 haltbar. Das werde ich auf jeden Fall mal sehr gerne probieren. Dann haben wir Zahnpflege-Kaugummis von Xylitol, nee, mit Xylitol von der Firma Styrams. Okay, kenne ich auch nicht. Ich mag ganz gerne Kaugummis, nachdem ich eine gefühlte eigene Kaffeemaschine in mir habe. Also ich trinke wirklich sehr viel Kaffee, brauche ich natürlich auch immer Kaugummis. Einfach, dass man den Speicherfluss ein bisschen anregt und einen frischen Atem hat. Also auch das finde ich ein sehr schönes Produkt. Und dann haben wir, und das finde ich auch sehr schön, das würde ich zwar sehr gerne essen, aber auch ich werde für meinen Freund einen Kalender wieder zusammenstellen und da wird es nämlich reinkommen, der Fruchtnuss-Supermix von der Firma Black Bar. Also schaut's doch mal, der Riegel sieht schon richtig nett aus, gell? Ja, also der wird auf jeden Fall weiter wandern mit pflanzlichen Proteinen. Ohne Palmfett, vegan und Ballaststoffquelle. Finde ich ein richtig tolles Produkt. Ich liebe solche Riegel. Und das letzte Produkt haben wir von der Firma Pure Soul, weil du es wert bist. Magic Red Wools Deo Creme. Okay. Deo Cremes habe ich mich ja so ein bisschen von We Love the Planet ein bisschen gezankt. Oh, das riecht wieder sehr nach Wald. Ich glaube, das muss ich doch testen, weil das riecht auch wieder so nach Thymian, Thymianöl. Man kann ja in der Apotheke mit Thymian oder Rosmarin kann man sich so eine Salbe herstellen lassen, was man unter die Füße oder an die Schläfe macht. Soll gut für Kinder sein, wenn die erkältet sind oder eine Erkältung kommt. Und das riecht genauso. Oh, vielleicht geht es auch weiter, ich weiß es noch. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr schönes Produkt. Ja, das war jetzt erstmal die Trend Raider Box vom Monat September. Sehr wald- und grünlastig. Das war ja auch das Thema Into the Forest. Ich finde sie sehr gut. Wie gesagt, die Vegan Ball, also zumindest dieses Ding da ist jetzt nicht meins. Aber das ist halt Geschmackssache.